Wir befinden uns jetzt vor einem Haus, das wir auch als eines der ersten übertragen haben. Das ist die Hofstelle aus Trappstadt. Das ist ein sogenannter Streckhof. Die Nebengebäude wurden nicht mehr in U-Form oder in geschlossener Form angebracht, sondern hintereinander an der Straße entlang. Weil das Haus aus dem Grabfeld stammt, gibt es auch hier eine Spezialität und das ist der sogenannte Steinschrank. Das heißt, er ist aus Kolpersandstein gefertigt, ein richtig massiver Schrank, mehrere Zentner schwer. Den wir nur in einem sehr, sehr begrenzten Gebiet rund um Trappstadt und Münnerstadt finden konnten. Weil es das in ganz Deutschland sonst nirgends gab. Also ich darf Sie ins Fränkische Freilandmuseum einladen. Wir haben geöffnet von Ostern bis Ende Oktober. Informationen zu unserem Jahresprogramm, das ja sehr vielfältig ist, finden Sie auf unserer Website freilandmuseum-ladungen.de.